Julian Justwan gilt als wahre Allzweckwaffe im Kader des SC Paderborn 07. Er kann auf vielen Positionen spielen, am liebsten auf der 8. Der 25-Jährige hat aber auch keine Angst mehr davor, ein Stück weiter hinten auf dem Platz zu stehen. Ich weiß, dass ich offensiv variabel einsetzbar bin, aber als es dann Richtung Abwehr ging, da war ich erstmal schon ein bisschen verwirrt. Aber da wir das Ganze sehr offensiv ausgerichtet spielen, bin ich damit auch fein. Und ich weiß ja jetzt, dass vor allem bei Lukas immer alles passieren kann und jeder auf jeder Position spielen kann. Der ist immer für eine Überraschung gut, aber damit rechne ich jetzt schon. Dass Julian Fußballprofi werden will, wusste er schon früh. Mit 14 ging es für das junge Talent aus Landshut in Bayern ins Sportinternat von Greuther Fürth. Für den Jugendlichen war die neue Umgebung mit fremden Menschen nicht einfach. Ja, weil du kommst auf eine neue Schule, du lernst neue Leute kennen, mit denen du auf einmal zusammenwohnen musst. Nach einer Zeit war es dann ganz okay, weil ich die Jungs kennengelernt habe und wir uns echt gut verstanden haben. Das hat das Ganze eher ein bisschen erleichtert dann. Aber ja, eher die Anfangsphase schwer und dann wurde es besser. Länger blieb er in der Jugendabteilung von 1860 München. In dieser Zeit wurde Julian auch in den Kader der U18-Nationalmannschaft einberufen. Das war surreal. Wenn du dann drüber nachdenkst, dass du jetzt für dein Land spielen kannst und darfst und dann dort im Lehrgang mit dabei bist, und das ist ja meistens dann in anderen Ländern, und du fährst als Nationalmannschaft dorthin und spielst dann auch und bestreitest Spiele und hörst dann vorm Spiel auch die Hymne, das war echt unglaublich. Mehrere Spiele und ein Tor gehen auf sein Konto. Du spielst da auch anders wie im Verein, ist einfach so. Du hast ja im Kopf, dass du jetzt für dein Land spielst und musst halt gucken, okay, so wenig Fehler wie möglich zu machen und dich auch irgendwo zu zeigen, dass du die nächsten Male dann ja nochmal dabei bist. Deswegen ist schon, du spielst mit ein bisschen mehr Druck, würde ich sagen. Aber nach den ganzen Lehrgängen würde ich sagen, dass ich schon sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen habe und stolz. In der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg lernt er dann schon zwei seiner jetzigen Paderborner Teamkollegen kennen, Jannes Heuer und Richmond Tetschi. Das erste Jahr habe ich noch nicht mit Richie und Heuer zusammengespielt, da waren die noch in der U19. Aber im zweiten Jahr kamen die dann dazu. Und ich glaube, mit Richie, wir haben jeden Tag nach dem Training noch was gemacht, mit Heuer auch des Öfteren. Also wir hatten echt viel zu tun und auch viel Kontakt damals. Jetzt verbringt der 1,79 Meter Mann seine Freizeit vor allem an der Konsole mit Call of Duty. Ja, meistens spiele ich COD tatsächlich oder FIFA. Ich habe auch viele Spiele, also ich probiere eigentlich immer alles durch. Ich lege mich da nicht fest. Je nachdem, was meine Jungs spielen, spiele ich halt mit. Die meiste Zeit ist er Fan von Trash TV, aber seit einigen Monaten draußen mit seinem Hund Cody unterwegs. Wir hatten eine Katze schon ewig, aber ich muss sagen, Hunde faszinieren mich dann nochmal mehr, weil du einfach als Mensch auch besser interagieren kannst mit einem Hund, wie mit einer Katze, sag ich jetzt mal zum Beispiel. Und jetzt, wo ich ihn fast 2 Jahre habe, muss ich sagen, dass diese Liebe oder das, was der Hund dir gibt, das gibt dir kein Mensch. Und ich denke, alle Hundebesitzer können das bestätigen und deswegen bereuen wir keine Sekunde. Genauso wie seine Entscheidung, nach Paderborn zu kommen.